Sie können mir vertrauen. Er hätte die Nacht sowieso nicht überstanden. Und so können wir ganz sicher sein, dass er kein Wort über Sie verlieren wird. Und über uns. Über uns? Ich leite eine Einheit, deren Aufgabe es ist, korrupte Polizisten wie ihn auszuschalten. Ich könnte jemanden wie Sie brauchen, der dabei hilft, noch mehr davon auszusortieren. Wir sind eine kleine Abteilung. Und wir sind aus gutem Grund so klein. Vertrauen. Ich habe Beweise gegen ihn. Und ich hätte vor Gericht gegen ihn aussagen können. Nein, vieles ist bloß Hörensagen. Und Sie haben nur diese Dose voll Bänder. Ja, ich weiß genau, was dabei herauskommt. Wir können dann zwar ein paar Leute festnehmen, aber alles nur Fußsoldaten, wie er. Nein, wenn wir die Stadt wirklich säubern wollen, müssen wir die da oben kriegen. Und damit meine ich alle. Ob es Ihnen gefällt oder nicht, Sie haben den Sand ins Getriebe geworfen und die werden Sie jagen. Die werden alles versuchen, um Sie auszuschalten. Wenn wir nicht schnell handeln, sind Sie in einer Woche tot. Und Ihre Familie auch. Wer hat ihn erschossen? Mein Bruder. Sein Name ist Bejo. Sein Einfluss wird immer größer. Ich kenne den Namen. Rama. Ihr Bruder hatte mächtige Feinde. Aber Sie können mir glauben, die sind nichts im Vergleich zu dem, was auf Sie zukommt. Ich biete Ihnen Sicherheit für Ihre Frau und Ihr Kind. Wir können Sie aus der Schusslinie halten, aber ich brauche Sie. Im Moment ist die Stadt zweigeteilt zwischen Bangun, dem hiesigen langjährigen Oberboss, und der Goto-Familie aus Japan. Tama war Bangun unterstellt und sein Gebäude der ideale Ort, um seine Handlanger zu bezahlen, ohne dass wir etwas davon mitbekamen. Wenn sie nahe genug an Bangun rankommen, können wir mit Sicherheit auch die restlichen Verbrecher ausmerzen. Rama, damit das ein Ende hat, müssen Sie mir die Namen liefern. Ich brauche Beweise, dass Bangun Reza bezahlt und für sich arbeiten lässt, ja? Was als nächstes? Ucho, sein einziger Sohn, sitzt gerade im Gefängnis. Das ist die Gelegenheit, an ihn ranzukommen. Freunden Sie sich mit ihm an. Wie soll das gehen? Ich muss Sie verhaften.